Freunde, heute habe ich etwas ganz Besonderes vor, und zwar etwas, was ich schon wirklich lange mal machen wollte. Und zwar kennt ihr doch wahrscheinlich alle das Geschäft Action. Dort gibt es wirklich richtig krasse Low-Budget-Gaming-Produkte. Was die taugen, keine Ahnung, aber ich war schon ein paar Mal im Action gewesen und habe die Dinger da gesehen. Teilweise Mäuse für 5 Euro, Tastaturen für 10, 15 Euro und Headsets und so weiter. Wirklich für wenig Geld. Und ich dachte mir schon immer mal, was taugen die Dinger eigentlich? Bringen die was? Taugen die was? Kann man damit gut spielen? Um diese Frage auf den Grund zu gehen, würde ich sagen, Freunde, machen wir uns jetzt mal zum Action, kaufen mal ein paar Sachen und dann testen wir das Ganze doch einfach mal aus. So, Freunde, jetzt haltet euch fest, was die hier alles an Auswahl haben. Einfach eine Maus für 6,95 Euro oder hier oben zum Beispiel das Headset für 10,95 Euro. Also ich weiß nicht, was die Dinger taugen, aber ansonsten auch so ganz viel Zeug. Keine Ahnung, Nintendo Switch-Zeug, eine Tastatur von Trust. Aber was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist die Gaming-Maus. So, Freunde, und das ist jetzt das, was ich alles hier ergattert habe. Ich bin gespannt, wir werden es ausprobieren. Weg im Studio, ihr habt es gesehen, wir haben uns jetzt zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal hier ein Gaming-Headset. Und zwar von wem ist denn das eigentlich? Battletron Gaming, Gaming-Headset, included Microphone, 2,2 Meter Kabel, Mikrofon, Stereo-Sound für PC, Xbox, PlayStation, Nintendo. Also einfach mal gleich für alle Konsolen und PCs gedacht. Gar kein Problem. Und dann zu guter Letzt eben noch hier, haben wir hier eine optische Maus. Ja, eine optische Maus mit RGB für den PC, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Tastatur habe ich extra nicht mitgenommen, weil die Tastatur ist von Trust. Trust kennt man. Die war zwar trotzdem ziemlich günstig, aber ich bin sogar der Meinung, dass ich in meinem Lager sogar noch so eine Trust-Tastatur irgendwo rumfliegen habe. Aber nein, das wollen wir nicht testen. Wir wollen wirklich das Billigste vom Billigsten testen, Freunde, von irgendeiner Gaming-Marke, die wahrscheinlich keiner von euch kennt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr schon Action-Produkte benutzt habt. Ich würde sagen, wir reißen jetzt die Packung mal auseinander, schließen das Ganze am PC und probieren einfach mal ein paar Games aus. Erstmal packen wir das Headset aus, würde ich sagen. Wir haben hier sogar, Freunde, 2 Jahre Garantie auf dem Ding. Ja, also auch wenn das Ding jetzt nicht Ewigkeit hält, 2 Jahre können wir es auf jeden Fall nutzen, und wenn es kaputt geht, können wir es eben zurückgeben und neues verlangen, wie auch immer. Wir machen das, ich bin gespannt, Freunde. Wir machen das Ding jetzt mal auf und schauen mal, wie das Ding jetzt erstmal haptisch wirkt. So, Verpackung geht ein bisschen schwer auf. Ist hier nochmal eingewickelt. So, da haben wir das Headset. Kabel gebunden, wie gesagt. Kein Wireless oder so. So, wir reißen mal komplett raus. Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt hier, so, das Headset, Freunde, okay? Wir haben hier Klinkenanschluss, Freunde, für Mikrofon und Kopfhörer quasi. Das sind, ja, können wir entweder extra anstecken oder direkt ein Kabel anstecken. Das ist auch für Mikrofon und Kopfhörer quasi, wenn wir das Ganze zum Beispiel an den Handy stecken würden oder an die Nintendo Switch. Am PC müssen wir wahrscheinlich das nutzen oder halt einfach aufs Mikrofon verzichten und dafür dann halt direkt am PC anstecken. Geht. Und das nächste Produkt, Freunde. Und das ist schon ein bisschen interessanter, weil damit, ja, können wir dann letztendlich auch zocken, weil das andere ist ja nur zum Hören da. Die nervt mich jetzt schon übertrieben. Die ist hier, guck mal, die ist hier nicht mal, das ist, die ist hier einmal so fest und dann ist das hier sogar noch verklebt. Hier ist es noch verklebt. Also man kann es gar nicht normal öffnen. Deswegen, so, weg damit, weg damit, weg damit. 2 Seitentasten, Kabel gebunden, Plastikzeug, Plastikmüll. Und dann kommt das hier an die Seite dran. Okay, keine Ahnung, warum man das irgendwie jetzt hier... Schaut mal, keine Ahnung, warum die das jetzt lose mitgeliefert haben. Ich dachte, das wären vielleicht irgendwelche Ersatztasten oder so. Nein, das ist einfach nur die Abdeckung. Und die muss so oder so dran. Also die hat eigentlich... Das ist magnetisch. Ja, cool, okay. Aber das hat eigentlich gar keine Funktion. Es ist einfach... Man hat sich einfach gedacht, die 2 Teile hier... Machen wir magnetisch. Ich habe jetzt hier erstmal alles angeschlossen. Hier ist das Headset quasi, was wir jetzt heute benutzen werden. Und ich sage euch ehrlich, das Ding, was schon mal vielleicht ein Pluspunkt ist, das Ding wiegt einfach überhaupt gar nichts, okay? Also es ist wirklich ultra leicht. Wir haben hier auch nur hier ist keine Metallverstärkung drin oder sonstiges. Es ist einfach nur Plastik. Wenn man sich da einmal aufregt, dann ist das Ding weg, Freunde. Also... Maus habe ich hier auf der Seite, habe ich schon angeschlossen. Ich weiß gar nicht, ich gucke mal, ob noch irgendwas auf der Verpackung draufsteht. Zumindest von dem, was noch übrig geblieben ist. Wir haben hier 1,5 Meter High-Grade Braided USB Copper Wire. Okay. Dann ein Detachable... ein Detachable Magnetic Cover. Okay, das ist dieses coole Ding. Das Detachable magnetische Cover, was einfach komplett useless ist, was gar keinen Sinn macht. Dann haben wir Removable Weights.
Weight. Wir haben Removable Weights. Und wo genau sollen die sein? Die Removable Weights. Wo sind die denn? Sieht mir hier nicht aus, als wäre hier irgendwas removable. Removable Weights 4x6 Gramm Coins. Ich muss das kurz unter die Lupe nehmen, Freunde. Also ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, das ist zu 100% Scam. Also ich weiß nicht, ich mach's eher kaputt. Ich krieg das Ding nicht auf. Also keine Ahnung, wo hier Gewichte drin sein sollen. Aber es sollen 4 Stück drin sein. A 6 Gramm. Und 4 verschiedene DPI-Einstellungen. Einmal 1000, 1600, 3200 und 6400. Und das war's. Breathing LED-Color. Ja, also hier LED-Licht, was dann halt auf und ab poppt. Gut, Freunde, genug gequatscht auch wieder. Ich öffne jetzt hier Call of Duty. Das ist so das perfekte Spiel, wo man es testen kann, glaube ich. Und dann probieren wir einfach mal aus, wie gut dieses Headset, die Maus, in Ego-Shooter funktioniert. Wir schauen jetzt aber mal, was im Spiel geht. So an sich jetzt zum Ersten. Ja, macht an sich ganz, ganz guten Eindruck. Gucken wir mal, wenn die Gegner jetzt kommen, die ersten Gegner. Schritte höre ich. Ja. Gehört, eliminiert. Also zumindest den habe ich jetzt gehört, ohne Probleme. Und die Maus an sich macht auch einen guten Eindruck. Aber ich würde halt ehrlich gern mal wissen. Guck mal, hier ist noch einer. Oder derselbe vielleicht. Ich würde gern mal wissen, wie viel Herz die Maus hat. Da stand nämlich überhaupt gar nichts zu. Oh, da ist einer. Muss ich mich kurz kratzen, habe ihn aber trotzdem geholt. Da irgendwas gehört. So, den haben wir auch. Ich würde sagen... Außer jetzt die Camper, die da stehen. Ich finde die Maus, ich weiß nicht, ob es gerade daran liegt, dass ich auch gleichzeitig aufnehme. Aber ich finde die Maus, die fühlt sich so ein bisschen zumindest, so minimal. Ich müsste halt einfach mal ausprobieren mit meiner richtigen Maus. Moment, ich schalte die mal ein. Aber das mit meiner richtigen Maus zu spielen, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein ganz, 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 ganz anderes Gefühl. Ein ganz anderes Gefühl. Also rein von der Bewegung. Ganz, ganz anderes Gefühl. So, wir wechseln wieder auf die 6,95 Euro Maus. Die Map ist nice, Freunde. Mercado Las Almas heißt diese Map, okay. Die spielen wir jetzt. Ich bin gespannt. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Jetzt, dieser Test entscheidet, Freunde, ob ich einfach nur schlecht bin oder ob die Maus dran schuld ist, okay. Wir schauen uns das Ganze an. Aber ich mit Ansage, wir werden diesmal werden wir rasieren, okay. Auf geht's. Let's go. So, haben wir beide geholt. Noch einen geholt. Also das ist eigentlich der beste Camper-Spot, Freunde, sage ich euch ganz ehrlich. Weil hier holt ihr die Leute sowas von weg. Aber jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist gar nicht gut. Wir haben zumindest einen Vitol freigeschaltet, Freunde. Und er hat uns geholt. Spawn Switch. Ja, aber es läuft. Wir haben zumindest die meisten Kills. 21 Kills kann man nicht sagen. Mit einer 6,95 Euro Maus. Also ich glaube, das Headset ist echt schlecht, Freunde. Das Headset ist echt schlecht. Wir testen jetzt noch eine Sache. Also das Ding hier, Freunde. Taugt nichts. Kopfhörer sind die halbe Miete. Ob ihr es glaubt oder nicht, In-Ear-Kopfhörer sind meiner Meinung nach wirklich mit am besten. Okay, gut, die Zeit ist gleich rum. Aber vielleicht für die nächste Runde. Wir schauen noch mal rein. 24 Kills. Wir sind der Beste aus dem kompletten Spiel, Freunde. Wir sind 11-mal gestorben. Das ist auch relativ wenig, würde ich sagen. 24 Kills. Ist schon mal eine gute Runde. Aber wir testen das jetzt, wie gesagt, noch mal mit den Kopfhörern. Das interessiert mich jetzt auch. Die letzte entscheidende Runde. Zwei sind sehr, sehr gut ausgegangen. Okay. Er fliegt. Digga, die Leute, die mit Raketenwerfer spielen, sind solche... Ist, also ich verstehe die Leute bei Shipment nicht. Guck mal, der. Er spielt mit Granatenwerfer, mit Raketenwerfer. Junge. So. Und den haben wir richtig auf den Kopf gehauen. Also es ist echt ein Krampf. Es ist echt ein sehr, sehr großer Krampf, Freunde. War da ein Gegner? Er spielt mit. Alles gut, alles gut. Ich reg mich gar nicht auf. Keine Ahnung, was für ein Helikopter die haben. Hier, Helikopterschütze. Oder halt auch gar nichts.
Ja, den haben wir einen guten Turn-on verpasst. Bis wieder drei Leute auf einmal kommen oder sogar vier. Und teilweise auch noch einer mit einem Raketenwerfer, Freunde. Klar, natürlich. Ja, und dann kriegen wir auch noch Schüsse in den Rücken. Gar kein Problem. Da, da. Super. Na, da ist er schon einer mit der Sniper. Der wartet auch schon. Der hat auch Lust. Wahnsinn. Wir machen die 40 Kills noch voll, Freunde. Wir machen sie noch voll. So, Granaten hin. Nein, weg, 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 weg. Schnell heilen. Kurz hier durch. Dem einen Kopfnuss geben. Wieder hier rüber. Den kurz holen. Umdrehen. Kurz einmal sterben ist drin. Weil das gehört dazu. Einmal komplett wegfliegen. Durch die ganze Welt gescheppert werden. Gehört auch dazu. Dann nochmal direkt nach dem Spawn einmal komplett vom Leben genommen werden, gehört auch dazu. Während der nächste hier schon auf mich geiert, gehört auch dazu. Aber dann, Freunde, dann kommen wir wieder, schmeißen da eine Granate hin, laufen hier einmal durch, ganz auf Sneaky Peaky, schmeißen da eine Granate hin, heilen uns einmal schnell, gehen von dieser Granate weg, holen den hier mit. Nachdem wir den geholt haben, Potenziell ist da noch einer, den man auf jeden Fall auch noch mitnehmen könnte, genauso wie den. Kommt aber dann einer von links, der dann natürlich da spawnt. Wir spawnen in deren Spawn. Alles hängt sich auf, Spiel beendet, so will ich sagen, läuft's natürlich. Es war mega anstrengend, ich sage euch, wie es ist. Spiel ist abgestürzt, ist auch gut so, dass es abgestürzt ist, aber ich habe noch mal im Internet geschaut, ob ich irgendwas zu der Maus finde. Nein, absolut gar nichts. Also ich weiß nicht, auf wie viele Hertz oder mit wie viel Hertz diese Maus reagiert. Die Abtastrate, absolut kein Plan. Ich gehe mal stark davon aus, Maximum 500 Hertz, maximal. Also mehr kann ich mir nicht vorstellen, weil das Ding, man merkt so kleine Mikroruckler und es ist nicht so smooth wie mit einer 1000 Hertz Maus. Und ich sage euch ehrlich, aber für 6,95 Euro ist die nicht schlecht. Wir haben eine RGB-Beleuchtung am Start. Hier RGB-Beleuchtung am Start. Eine Metallplatte und es fühlt sich schon einigermaßen, also es fühlt sich nicht nach 6,95 Euro an. Ich sage euch ehrlich, es fühlt sich schon an wie 7,95 Euro. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, Maus ist okay, Headset ist Schmutz. Vom Headset will ich die Hände lassen, die Finger lassen. Maus ist okay. Headset gebe ich einem Flop, Maus gebe ich einen Top, Freunde. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Falls ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und kommentiert mal, wie ihr das Video gefunden habt, damit wir vielleicht sowas oder so Sachen einfach öfter mal testen. Einfach irgendwelche random Low-Budget-Sachen. Schreibt es in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, haue ich mich jetzt erstmal hier weg, Freunde. Das, okay, hat sich ein bisschen falsch angehört. Ich meinte, ich mache jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Ratun. Peace!